Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mittlerweile haben wir August und heute ist es mal wieder an der Zeit, etwas vom Balkon abzuernten. Durch die warmen Temperaturen haben die Pflanzen nochmal einen richtigen Wachstumsschub bekommen und so kann ich fast wöchentlich eine Gurke ernten. Diese Gurkenpflanze habe ich im Frühjahr vorgezogen und dann einfach im Blumenkasten eingesetzt. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert es. Es ist durchaus möglich, Gurkenpflanzen auf dem Balkon anzubauen. Und hier kann ich sogar noch eine weitere Gurke von derselben Pflanze abernten. Auch die Nachbarschaft mit Basilikum ist kein Problem. Wie ihr seht, haben sich beide Pflanzen gut entwickelt. Auch bei den Tomatenpflanzen hat sich einiges getan. Jetzt, wo das Wetter schön warm ist, werden sie nach und nach reif. Bei dieser Tomatenpflanze handelt es sich um die Sorte Golden Currant. Die Samen davon habe ich von Melanie aus Bremen geschenkt bekommen. Sie liest wohl regelmäßig meine Internetseite und hat mir diese Samen zugeschickt. Nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Bei dieser Tomate weiß ich leider nicht, um welche Sorte es sich genau dabei handelt. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne einen Kommentar unter dem Video schreiben. Und hier seht ihr nun eines meiner großen Sorgenkinder auf dem Balkon. Dieser Blumenkohl war in diesem Jahr ein neuer Versuch von mir. Doch leider haben mir die Raupen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem war ich einige Zeit nicht zu Hause und habe somit den Zeitpunkt der Ernte verpasst. Dadurch ist der Blumenkohl natürlich ein wenig ins Kraut geschossen. Aber trotzdem wird er jetzt abgeerntet und ich werde ihn später probieren. Zum Schluss habe ich im großen Blumenkasten am Randgitter noch eine reife Gurke entdeckt, die natürlich jetzt noch abgeerntet wird. Da schlägt das Gärtnerherz wieder höher. An diesem Tag konnte ich insgesamt 4 Gurken, 10 Tomaten und einen Blumenkohl ernten. Und die Einlegegurken brachten alle zusammen ein Gesamtgewicht von 826 Gramm auf die Waage. Falls euch mein kleines Erntevideo vom Balkon gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Oder schaut einfach mal auf meine Internetseite vorbei. Macht's gut und bis bald!